Viele haben es, glaube ich, gesehen, dass Sado oder so auf mein Video reagiert hat. Ich gehe gleich heulen, Alter. Oh Gott, ich bin überfordert. Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, man kann sehen, ich bin gerade aufgestanden, beziehungsweise ich habe mich schon gewaschen und Zähne geputzt. Ja, ich sehe heute voll müde aus. Ich weiß nicht, ich habe so Augenringe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe heute auf jeden Fall einen großen Plan. Und zwar, ich habe genau bis 16 Uhr Zeit. Es ist 11:06 Uhr. Und zwar, ich will mich fertig machen. Ich will mir Locken machen. Ich muss mein Zimmer aufräumen, weil... You can't steal it, okay? Und ich muss ein Geburtstagsgeschenk kaufen für Gina. Ich habe schon einen kompletten Plan, weil... Also, was ich ihr zum Geburtstag schenke. Es wird eigentlich ein echt süßes Geschenk, glaube ich. Weil sie hat heute Geburtstag. Ich mache mich auch für den Geburtstag alles fertig. Ja, aber ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit und zeige euch das alles. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Los geht's. Okay, ich fange wieder an mit meine Skincare, die ich halt jede früh mache. Ich glaube, langsam kann die jeder auswendig, aber ja. Deswegen ist, ich würde euch eigentlich alle Produkte zeigen und so. Aber ich habe euch die schon 50 Mal gezeigt. Deswegen würde ich sagen, wir skippen jetzt kurz mal die Skincare-Routine. Eine Minute, 37 Sekunden später. Boah, das Ding ist, ich muss halt echt andere Videos mal machen, außer Schminkvideos, weil ich habe echt das Gefühl, dass ihr meine Skincare und Schminkroutine und so alles einfach schon in- und auswendig kennt. Aber Leute, mir fällt nichts ein. Ich habe letztens ein paar Videos aufgeschrieben, die ich machen kann, die auch eigentlich echt gut sind von der Idee her. Aber keine Ahnung, ich komme einfach nie dazu, die zu machen. Ja, ich weiß nicht. Machen wir weiter. Wieso habe ich gerade so lange dafür gebraucht? Ich mache jetzt weiter mit Puder. Da benutze ich einfach den Pinsel. Diesen bisschen dickeren. Und mein Puder. Das ist dieses Banana Powder von Essence. Und das ist eigentlich ganz gut. So, finde ich. Ich weiß noch nicht. Ich habe, also, vielleicht viele haben es, glaube ich, gesehen, dass, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Sado oder so auf mein Video reagiert hat. Und halt so, dann, also die Kommentare da waren halt immer so, ja, sie schminkt sich so viel, so, Leute, so, ich schminke mich aus Spaß, so, wisst ihr? Aber lasst mich doch, es macht mir einfach Spaß. Weil ich sehe das überall auf TikTok, wenn die so neue Sachen ausprobieren, dann denke ich mir so, okay, ich probiere es aus und dann probiere ich es halt aus und mir gefällt so und dann mache ich es halt weiter, so, wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt, was ist das Problem, so, wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich mich schminke, so, das ist ja nicht eure Sache, so, ihr müsst euch ja nicht so schminken. Ich rede jetzt nicht so von euch, aber weil es viele so sagen, ich weiß gar nicht. Die meisten kennen mich ja auch wahrscheinlich so, die unter seinem Video kommentiert haben, weil sie ja so geschrieben haben, ja, sie macht auch so das und das und das. So. Und dann, ich denke mir so, ja, es ist doch nicht so euer Problem, so wisst ihr. Also nicht euer, so die mich mögen, so, sondern die mich haten. So, guck nicht meine Videos, wisst ihr, wie ich meine? So, ich check's nicht. Ja. Mal schön lächeln, beim Blush drauf machen. Ja. Ein paar Sekunden später. Okay, Leute, ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf. Weil, ich weiß nicht, irgendwie, immer wenn ich mich schminke, einfach, ich sehe danach, also mein Schminktisch sieht danach aus wie, keine Ahnung was, als wäre eine Bombe explodiert. Okay, jetzt gefällt es mir besser mit den Lippen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal meine Haare. Auch wenn ich absolut keinen Bock habe, gerade die zu locken. Weil das immer so ewig lang dauert. Wir machen das jetzt. Aber ich mache das zum Schnelldurchlauf, Leute, weil das dauert bestimmt ewig. Okay, Leute, meine Locken sind jetzt zum Glück ein bisschen so sich aus, also haben sich jetzt ein bisschen ausgehalten. Jetzt gefällt es mir eigentlich auch relativ gut, glaube ich. Ja, es ist ganz süß. Es ist lustig so zu machen. Aber ja, auf jeden Fall, wir suchen jetzt ein Outfit raus. Ich weiß auch schon, was ich anziehe. Und zwar meine Lieblingsjeans. Warte mal. Und zwar die hier. Also eine meiner Lieblingsjeans. Die hier, die ist von Zara. Die sieht cool aus, wenn sie angezogen ist. Und diesen hier.
ja, darunter ziehe ich noch ein weißes Top an. Aber ja, ich würde sagen, ich ziehe es jetzt mal kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich habe mir jetzt noch hier oben so einen Zopf gemacht. Ich finde eigentlich, das sieht besser aus als davor. Ich finde es ganz nützlich. Jetzt mache ich mir noch Ohrringe rein. Ich habe schon einen reingetan. Der Akku von der Kamera ist schon wieder gleich leer. Ich gehe gleich heulen, Alter. Ich meine, der ist die ganze Zeit leer, dieser Akku. Ich mache diese Kerze hier hin. Ja, die ist von Amazon übrigens. Okay, Leute, ich filme jetzt mit dem Handy weiter. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Rossmann und holen Sachen für das Geschenk und ich freue mich. So, Leute, wir sind jetzt im Auto. Toll, mit den Kartons im Hintergrund. Oh, neue iPad. Neue. So, Leute, ich habe mich jetzt mal hier platziert und ich war gerade bei Rossmann, ihr habt ja gesehen, und bei Teddy und da habe ich diese Box hier geholt. Ich fand die ganz schön und dann, oh, das ist für mich privat. Ich muss da unten noch den Preis wegmachen. Oh Gott, da kriege ich immer Gänsehaut. Ich weiß nicht warum und ich habe so viele Sachen eingekauft. Nee, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, so viel zu kaufen. Aber das hat alles so gut gepasst. Deswegen fangen wir einfach mal an. Ich zeige euch mal, was ich jetzt gekauft habe. Also ich habe diese Tuchmaske hier geholt. Ich habe das irgendwie alles so ein bisschen rosa gehalten. Dann habe ich diese iPads hier geholt. Diese Beauty-Dings-Stars. Diese Lippenmaske. Diese Bird Bees. Oder ist es Bird Bees? Nee, Be Natural da. Habe ich ihre Lieblingskaugummis geholt. Diesen Duschschaum. Der riecht voll gut. Riecht irgendwie so nach Kaugummi. Dann dieses Haarband hier. Weil ich finde, das ist auch so ein Hase. Oh ja, für mich habe ich Haarspangen geholt. Dann habe ich ihr noch zwei Kartensorgen geholt. Schokolade, weil sie liebt Schokolade. Einen Rossmann-Gutschein. Und halt noch Bilder habe ich ausgedruckt. Die zeige ich jetzt aber nicht, weil die sind ein bisschen cringe. Die sind von mir und ihr. Die sind ein bisschen komisch. Egal. Okay, das Bild kann ich euch ja nicht zeigen, weil das ist ganz cool, das hier. Das war ein Silvester, das lege ich so unten hin. Ich werde euch das alles gleich mit Nachname filmen. Ich habe noch was vergessen. Ich habe für uns alle, also weil das sind ja mehrere, bei ihrem Geburtstag, oh Gott, das sehe ich später auch, solche Flöten-Lollis da geholt. Weil ich dachte, das ist ganz lustig. Haha, das kann ich auch zeigen, das ist auch super süß. Haha. Und dann lege ich hier außen rum so ein bisschen so diese Flöten. Gina ist auch so eine Flöte. So sieht das jetzt aus. Und da ganz oben will ich halt dann die Bilder hinlegen. Und ja. Leute, ich habe so unglaublich Stress gerade. Nein, also Stress nicht, aber ich muss noch mein Zimmer aufräumen. Und wisst ihr, wie das aussieht? Sieht so aus. Und ich habe nur noch, wo ist mein Handy? Ich habe nur noch fast 15 Minuten Zeit. Bisschen mehr als 15 Minuten, aber Leute, wie soll ich das alles jetzt noch hinkriegen? Oh Gott, ich bin überfordert. Ich muss hier, Pulli hänge ich auf, aber wie soll ich das jetzt noch so schnell hinkriegen? Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, das kommt jetzt einfach mal in die Wäsche hier. Genau wie das hier und das hier und das hier. Und das Erste, was ich jetzt, glaube ich, erstmal mache, ist mein Bett machen, weil ich finde, dann sieht das Zimmer schon immer ein bisschen ordentlicher aus, wenn das Bett gemacht ist. Und ja. Salat.
übrigens, ich habe vorhin Tomatensauce mit, also Nudeln gegessen mit Tomatensauce und habe mich fett eingesaut. Aber egal. Passiert. Jetzt muss ich das hier. Meine Föhnbürste. Oh Gott. Leute, wie viel Uhr ist es? Alexa, wie viel Uhr ist es? Es ist 15.10 Uhr. Hab noch einen schönen Tag. 15.10 Uhr, okay. Ich habe eigentlich noch Zeit, aber... Ich habe eine Sache nicht ins Geschenk gepackt. Das ist mir gerade aufgefallen. Mensch, I forgot it. This forgetful. Ja, yeah, you know. Ich kann nicht mehr. Ich lasse die Wäsche jetzt so liegen und mache das nächste Woche. Was für nächste Woche? Übermorgen, weil ich übernachte ja. Oh Gott, ich bin so überfordert gerade. Ihr wisst es nicht. Ich muss noch meine Tasche packen. Oh Gott, I fuck. Ich hab's vergessen. Hilfe, ich hole kurz die Tasche. Ich bin jetzt fertig. Oh Gott, Qualität. Ich bin jetzt fertig. Hier ist das Geschenk. Da sind meine Sachen drin. So Leute, und ich gehe jetzt auch gleich los, deswegen würde ich hier auch das Video beenden. Irgendwie enden meine ganzen Videos so mit. Ich gehe jetzt los, aber ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, das geht noch drunter. Drückt die Glocke und abonniert mich. Und ja, adios, amigos.